Guten Morgen, 24. Dezember. Fein, dass ihr nochmal eingeschaltet habt am letzten Tag dieser kleinen Videoserie, zumindest in diesem Jahr. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ich hoffe, dass ich zum Zeitpunkt, wenn ihr dieses Video seht, bereits bei der Familie auf irgendeiner Couch liege und es mir gut gehen lasse. Ich lasse euch natürlich nicht hängen. Und ich habe ein Produkt mitgebracht an diesem 24. Und das Produkt hat eine kleine Vorgeschichte. Unser Sohn interessiert sich gerade für Musik und Musik wird in unserem Haus unterstützt. Und er wünscht sich einen Lautsprecher. Er wünscht sich nicht irgendeinen Lautsprecher, sondern ein spezielles Modell. Und zwar von JBL. Diesen hier. Und der sieht nicht so aus wie jeder andere Lautsprecher, sondern der hat, wenn man ihn einschaltet, Farben. Der hat Farben. Und ich muss sagen, ich hatte ein anderes Produkt für diesen 24. geplant und habe ihm den gekauft und fand es so geil, dass ich mir dachte, okay, so für die Beleuchtung an diesem speziellen Tag, der passt irgendwie, der passt hier rein. Er ist viel zu teuer für das, was er ist. Er ist nämlich ein normaler Bluetooth-Lautsprecher, aber er hat was, was die anderen Lautsprecher nicht haben. Und ich glaube, man kann es sehen, oder? Man sieht, er hat eine LED-Wand da drinne und die reagiert natürlich auf Musik und die kann man über eine App einstellen, verstellen und ist halt ein geil aussehender Lautsprecher. Also muss man einfach sagen, das ist mal was anderes. Es ist nicht so das schnöde Gitternetz-Optik, die meisten Lautsprecher so mitbringen, weil sie elegant aussehen wollen. Nee, der hat einfach dauerhaft blinkende LEDs und Kinder finden das voll geil. Und wisst ihr, was Kinder überhaupt nicht interessiert? Sowas wie Airplay oder irgendwie Sound, auch völlig egal. Obwohl, der macht echt gute Musik. Und man kann natürlich über eine App die Farben verstellen. Natürlich. Warum auch nicht? Und wie ich hatte schon gesagt, er reagiert auf Musik, hat eine Lautstärke-Steuerung hier eingebaut und lässt sich auch mit anderen Lautsprechern dieser Firma verlinken. Er ist viel zu teuer für das, was er ist, habe ich schon gesagt, glaube ich. Ich habe ihn für 130 Euro bekommen. Der offizielle Preis liegt weiter drüber und ja, da hat auch dann wahrscheinlich meine Liebe zur Familie seine Grenze gefunden. Aber für 130 war es okay, fand ich, weil er halt diese eine Sache macht, die sonst kein anderer oder nur wenige andere Lautsprecher, ich kenne keinen, machen. Und das ist diese lustige Beleuchtung, die echt viel, viel Spaß macht, muss ich sagen. Und Kinder stehen da drauf und Erwachsene irgendwie auch. Verbindet sich über Bluetooth. Ist einmal eingerichtet und dann schaltet man den einfach an und dann ist er verbunden. Und er spielt halt Musik. Und wenn er halt Musik spielt, dann macht er halt lustige Spielereien mit dem Licht. Super lustig. Also ernsthaft lustig. Ernsthaft unterhaltsam, muss ich sagen. Und er klingt echt nicht schlecht. Und er ist zu transportieren. Relativ leicht, lässt sich über USB-C aufladen. Ist nicht das neueste Modell. Aber die anderen, die sind noch teurer und die sind auch irgendwie nicht so cool. Also dieser Pulse 4, so heißt der übrigens, der gefällt mir schon sehr, sehr gut. Er sieht nicht langweilig aus und er hat so 360 Grad Licht und Musik und ach, war schön, finde ich schön. Und ich hoffe, dass er sich genauso freut, wie ich mich über den Lautsprecher. Und ja, er sollte ihn in den nächsten Stunden bekommen. Vom Weihnachtsmann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ernsthaft, vielen Dank. Das ist immer sehr, sehr nett, wenn ihr reinschaut jedes Jahr und ich mag das sehr. Deswegen möchte ich mich bedanken fürs Mitlesen, fürs Zuschauen und wünsche euch ein schönes restliches Jahr und ich hoffe, wir sehen, lesen und hören uns in 2023 wieder.